Als nächstes hat Herr Abgeordneter Promny von den Freien Demokraten das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Lehrkräfte sind Allround-Talente. Sie haben Fachwissen, genauso wie pädagogische und didaktische Kompetenzen. Sie erkennen die psychische Belastung der Schülerinnen und Schüler, und sie sind emotionale Ansprechpartner. Sie müssen IT-Grundkenntnisse mitbringen, um die Technik vor Ort am Laufen zu halten. Und nicht zuletzt müssen sie zahlreiche bürokratische Vorgaben umsetzen. Das alles leisten Lehrkräfte Tag für Tag, und dafür, meine Damen und Herren, verdienen Sie unser aller Respekt. Aber, meine Damen und Herren, genau deshalb sind Lehrkräfte ja auch so häufig am Limit. Und diese Erkenntnis ist nichts Neues. Das macht es aber auch nicht weniger dramatisch. Es gibt ja zahlreiche Studien, die auf die Belastungen der Lehrkräfte eindeutig hinweisen. Zuletzt beispielsweise das Deutsche Schulbarometer. 92% der Lehrkräfte geben an, dass ihr Kollegium sehr hoch oder hochbelastet ist. 84% der Lehrkräfte sehen ihre eigene Arbeitsbelastung als sehr hoch an. Besonders dramatisch sind die Werte bei den Grundschullehrkräften. Und das Problem ist, unter dieser Situation leiden ja nicht allein die Lehrkräfte. Es leidet auch die Qualität der Arbeit, zumindest in der subjektiven Wahrnehmung. 71% der Befragten sind der Auffassung, dass ihre Schule, Schülerinnen und Schüler trotz aller Bemühungen keine adäquate Unterstützung beim Lernen bieten kann. Und das, ja, das ist ein erschreckendes Ergebnis, meine Damen und Herren. Denn bei all dem Reden über Deputate, Kettenbefristung, tarifliche Eingruppierung darf doch eines nicht aus dem Blick geraten. Es geht am Ende des Tages immer um unsere Kinder. Und am Ende sind Sie es, die unter den schlechten Arbeitsbedingungen an den Schulen leiden. Und vor diesem Hintergrund kann ich der SPD-Forderung einer Arbeitszeitstudie grundsätzlich zustimmen. Dabei, ja, schauen wir mal, wenn das kommen würde, wäre es natürlich super, weil wir dann zumindest mal ein paar konkrete Ergebnisse hätten. Genau. Und der Punkt ist auch, Kollege Krüger, der Punkt ist ja, dabei müsste unbedingt auch erhoben werden, welche Aufgaben bei den Lehrkräften besonders viel Zeit einnehmen. Denn dann könnten ja konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, um die Lehrkräfte auch zu entlasten. Das Hauptproblem, bei aller Zustimmung, das Hauptproblem ist damit leider aber noch nicht gelöst. Denn um Lehrkräfte zu entlasten, braucht es auch mehr Lehrkräfte. Und damit landen wir natürlich sofort wieder bei dem Thema Fachkräftemangel. Und um diesen Mangel zu lindern, hätte man in der Ausbildung viel schneller umsteuern müssen. Man hätte Quereinstiegsprogramme aufbauen und mehr Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen müssen. Die Versäumnisse der letzten Jahre können nicht rückgängig gemacht werden. Aber wir müssen aus diesen Versäumnissen lernen. Und so braucht es erstens eine bessere Lehrerbedarfsplanung. Es ist doch nicht nachzuvollziehen, warum die Bedarfsplanung bei den Lehrkräften so schlecht ist. Es kann nicht sein, dass erst Jahre später auffällt, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben. Kinder werden immer noch 6 Jahre, nachdem sie geboren werden, eingeschult. Das ist jetzt nicht so eine schwierige Rechnung, meine Damen und Herren. Nur auf Basis einer solch ehrlichen Bedarfsplanung können dann auch entsprechende Studienkapazitäten flexibel angepasst werden. Zweitens. Wir brauchen mehr Möglichkeiten für Nachqualifizierung und Quereinstieg. In einer Situation, in der der Mangel an Lehrkräften in vielen Bundesländern durchschlägt, braucht es durch die KMK länderübergreifend geltende Qualitätsstandards und vergleichbare Programme. Und nur am Rande, bei der Frage von A13 für Grundschullehrkräfte wird es um Hessen ja auch langsam immer einsamer. Drittens.
Wir brauchen eine zukunftsfähige Ausbildung an den Universitäten. Herr Kultusminister, Sie haben ja in der Regierungserklärung davon gesprochen, dass es nicht hilft, wenn man den Beruf der Lehrkraft schlecht redet. Deswegen sage ich das an dieser Stelle hier noch einmal ganz deutlich. Lehrer oder Lehrerin zu sein, ist ein toller Beruf. Das spricht Sie aber noch nicht von der Verantwortung frei, die entsprechenden ordnungsgemäßen Rahmenbedingungen für diesen Beruf zu schaffen, meine Damen und Herren. Und das fängt doch schon an der Uni an. Und ja, Kollege May, wir haben durchaus konstruktive Vorschläge aus der Opposition heraus gemacht. Nur leider wurde da von Ihnen ja nichts umgesetzt. Beispielsweise bei der Novellierung des Lehrkräftebildungsgesetzes. Da haben wir Vorschläge gemacht für mehr Digitalisierung, mehr und längere Regelstudienzeiten. Es gäbe also auch Möglichkeiten, den Lehrkräftemangel zu bekämpfen. Allein Sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen nicht, meine Damen und Herren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der im SPD-Antrag leider keine Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Denn sie bietet ja auch gerade in der Verwaltung großes Entlastungspotenzial. Aber auch beim Korrekturaufwand kann Digitalisierung hilfreich sein. Schon jetzt ist es möglich, die zentralen Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 computerbasiert auszuwerten. Dieses Angebot nimmt aber nur gut die Hälfte der Schulen in Hessen wahr. Hier braucht es mehr Tempo bei der Umsetzung. Das gilt auch für die Einführung des computerbasierten Testens bei den Lernstandserhebungen in Klasse 3. Außerdem sollten digitale Aufgabenpools aufgebaut werden, die dann die Lehrkräfte entsprechend nutzen können. All das unterstützt Lehrkräfte bei Korrekturarbeiten, die häufig zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Bereich der Digitalisierung gibt es also noch viel zu tun für die Entlastung der Lehrkräfte und für die bessere individuelle Förderung unserer Kinder. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Herr Kultusminister, es ist ja vollkommen offensichtlich, warum Sie im Rahmen Ihrer Regierungserklärung gegen die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gewettert haben. Sie wollen damit ja eigentlich nur von Ihren eigenen Versäumnissen ablenken. Ich sage Ihnen aber, das eigentliche Problem ist, würden Sie Ihren Job richtig machen, dann hätten wir ja ausreichend Lehrkräfte, dann hätten wir für die Schülerinnen und Schüler auch guten Unterricht von montags bis freitags, und dann bräuchten wir auch kein Education, dann bräuchten wir kein Fridays for Education an dieser Stelle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes darf ich das Wort Herrn Dr. Falk erteilen. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich erst einmal bei Herrn Promny bedanken, der gesagt hat, Lehrer ist ein toller Beruf. Ich glaube, dass wir als Landtagsabgeordnete auch eine besondere Verantwortung haben. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Abgeordnetentätigkeit definieren, aber ich finde, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass wir Lehrkräfte sozusagen gewinnen, dass wir die in die Schulen bekommen. Und da ist es, glaube ich, nicht besonders hilfreich, wenn wir da, wie der Professor Posek gestern den Begriff verwendet hat, ein Zerrbild zeichnen, was so gar nicht der Realität entspricht. Und ich weiß nicht, was Schülerinnen und Schüler, die ja ab und zu auch hier im Plenarsaal sind, was ich ganz toll finde, was sie denken, wenn sie hier eine schulpolitische Debatte verfolgen, ob die motiviert werden, sozusagen den Beruf des Lehrers, der Lehrerin zu ergreifen. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Aber ich finde es toll, dass wir heute auch wieder, wie im letzten Plenum, über Schulpolitik sprechen. Es war ja mal ein ausdrücklicher Wunsch, dass wir bei jedem Plenum und heute sogar zweimal über Schulpolitik sprechen, weil das doch in aller Regel bei aller Kontroversität doch sehr konstruktiv ist. Und wenn wir über Schulpolitik sprechen, dann haben wir auch nicht die Gelegenheit, uns über andere Dinge zu streiten. Von daher ist das immer gut, wenn wir über Schule sprechen.
Jetzt sprechen wir heute genau exakt über das Gleiche wie im letzten Plenum. Das ist das Geheimnis der SPD, warum wir das so machen. Aber das ist auch okay. Das ist ja ein pädagogisches Prinzip. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also wiederholen wir das heute. Dann prägt sich das auch ein. Und wir wissen ja auch, dass es für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, dass wir das oft sagen, damit es auch wirklich jeder bekommt. Das gibt uns aber heute auch die Zeit, weil wir ja die Debatte das letzte Mal schon geführt haben, mal in andere Bundesländer zu schauen. Man muss sich ja nicht nur auf Hessen begrenzen. Und da kann man ja sagen, wenn die SPD hier schon das auf die Tagesordnung setzt, schauen wir uns doch mal ein Land an, wo die SPD regiert. Nehmen wir mal Berlin. Nehmen wir mal Berlin. In Berlin ist es so, da fehlen 20.000 Schulplätze. 20.000 Schulplätze fehlen allein in Berlin. Das sind ungefähr 40 Schulen. Das passiert, wenn die SPD regiert. Hunderte Lehrkräfte unterrichten über das Rentenalter hinaus. Und die Grundschule am Prenzlauer Berg, da ist ja gerade der Migrantenanteil aus Baden-Württemberg besonders hoch, die wollen den Unterricht verkürzen von 45 Minuten auf 40 Minuten. Das hört sich erstmal nicht viel an, sind aber 80 Stunden, 45 Minuten Unterrichtsausfall in einem Schuljahr. Das ist geplant. Und als Jurist könnte man sagen, es ist vorsätzlich. Das ist ein vorsätzlicher Unterrichtsausfall. Das kommt noch verschärfend hinzu, würde ich mal sagen. Also das passiert, wenn SPD regiert. Wir haben keinen Unterrichtsausfall, wir haben Vertretungsanlässe und die werden erfüllt. So, es fehlen in Berlin. Also, ich würde bitten, dass die bilateralen Gespräche mit dem Redner eingestellt werden. Und Herr Dr. Falk, Sie haben das Wort. Ich finde das ja ganz toll, wenn sich jemand für Schule interessiert. Es fehlen 920 Lehrkräfte allein in Berlin. So. Herr Dr. Falk, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Drücken Sie bitte. Danke. Ja, vielen Dank für die Erlaubnis der Zwischenfrage. Mich würde mal interessieren, wie viel Unterrichtsausfall es eigentlich genau beziffert in Stunden in Hessen gibt. Können Sie uns das sagen, wenn Sie schon darauf hinweisen, dass es woanders Unterrichtsausfall gibt? Wäre interessant, mal die Zahlen aus Hessen zu erfahren, ganz konkret. Eine Anfrage draus machen. Also der Herr Abgeordnete Grüger hat eine Frage an den Redner, Herrn Dr. Falk, gestellt. Und ich würde jetzt bitten, dass Herr Dr. Falk die Möglichkeit bekommt, auf diese Frage zu antworten. Ich erteile jetzt Herrn Dr. Falk erneut das Wort und bitte jetzt, die Zwischengespräche einzustellen. Ich freue mich ja für Ihr Interesse und Ihre Begeisterung. Ich kann Ihnen das aus dem Stegreif nicht sagen, aber ich fände es gut, wenn wir das mal bundesweit erfassen würden, wo wir da in Hessen stehen. Ja. Dazu ist dann aber unsere FLIS-Datenbank, die wir ja jetzt bald einführen, sehr hilfreich. Da werden wir das, denke ich mal, jeden Tag genau auf Knopfdruck sagen können. Da sind wir ja dran, das wissen Sie, das haben wir im letzten Plenum auch diskutiert, dass wir das erfassen wollen. Also von daher sind wir da auch auf einem guten Weg. Aber vergeuden Sie nicht so viel Energie, ich habe noch ein paar Punkte. Sie stellen sich hier hin und sagen A13 für alle, A13, A13, A13. Alles okay. Was passiert denn in Berlin mit A13? Wissen Sie das? Da wird seit 20 Jahren werden in Berlin keine Lehrkräfte verbeamtet. Jetzt vor kurzem hat Berlin als letztes Bundesland wieder damit angefangen. Seit 20 Jahren stellt sich die Frage überhaupt nicht A13 für alle in Berlin, weil es überhaupt keine verbeamteten Lehrkräfte gibt in Berlin. Und Sie sagen hier, wir brauchen A13 für alle, aber da, wo Sie Verantwortung tragen, gibt es überhaupt nicht A13, geschweige denn A14 oder A15 oder A16. So. Ich glaube, das ist auch mal ganz hilfreich gewesen. Und wenn wir im nächsten Plenum wieder über Schule sprechen, dann können wir ja mal das nächste Bundesland genauer beleuchten. So. Jetzt kommen wir
So. Jetzt haben Sie ja sozusagen eingefordert, dass wir die Punkte, die wir im letzten Plenum besprochen haben, hier noch einmal besprechen. Will diesem Wunsch gerne nachkommen. Wir haben die Pandemie und den russischen Angriffskrieg zu bewältigen. Das ist, sind zwei große Punkte, die unsere Schulen auch in besonderer Weise betreffen und in besonderer Weise auch besonders in Hessen. Und jetzt sind wir ja wieder in Hessen, die Integration und die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge und der Kinder besonders gut gelungen ist. Wir haben eine Reihe von Intensivklassen eingeführt. Das haben wir das letzte Mal alles erläutert. Wir haben bezüglich der Pandemie das Aufholprogramm Löwenstark, der Bildungskick, eingeführt. 150 Millionen. Und ich muss noch mal einen ganz kurzen Satz Richtung Berlin sagen. Wir erwarten auch von der Bundesregierung in Berlin, dass das fortgesetzt wird, dass die Bundesregierung auch hier ihren Beitrag leistet. Während in anderen Bundesländern ganz andere Probleme herrschen, arbeiten wir hier in Hessen inhaltlich. Wir haben Querschnittsthemen erkannt, Bildungssprache Deutsch, Digitalisierung, Medienbildung, Inklusion, Ganztag und so weiter, die wir festgeschrieben haben im hessischen Lehrkräftebildungsgesetz. Dazu hat es Entlastungen gegeben für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben seit 2014 5.000 neue Lehrerstellen geschaffen und Grundschul- und Studienplätze für Grundschule und Förderschullehramt dramatisch erhöht. Die Rendite dieser Erhöhung ist noch nicht eingetreten. Es dauert erfahrungsgemäß eine Weile, bis so ein Studium absolviert ist und der Vorbereitungsdienst. Aber wir sind guter Hoffnung, dass in Bälde sozusagen sich die Lage auf jeden Fall deutlich entspannen wird. Alleine 2017 haben wir das Grundschullehramt um 345 Plätze, das Förderschullehramt um 135 Plätze aufgestockt. Wir haben den Klassenteiler reduziert in 2011. Das hat zu einer deutlichen Reduzierung der Arbeitsbelastung geführt. Und wir haben die drittniedrigste Grundschulklassengröße in Deutschland. 60% aller hessischen Grundschulklassen haben 20 oder weniger Schülerinnen und Schüler. Und im Zuge der Arbeitszeitverkürzung für Beamtinnen und Beamten von 42 auf 41 Stunden erfolgte eine deutliche Reduktion der Unterrichtsverpflichtung. Das hat 600 zusätzliche Lehrkräftestellen geschaffen. Der Kollege May hat schon viele Punkte angesprochen, 1.000 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte. Und Sie haben eben so schön beschrieben, wer heutzutage alles in Schulen tätig ist. Sozialarbeiter, U-Bus-Kräfte und so weiter, die kommen ja nicht von alleine. Das muss man doch alles organisieren. Das haben wir doch gemacht. Frau Heitz-Sauer hat ja beschrieben, wie sich ihr Alltag in der Schule verändert hat. Das ist doch nicht von alleine passiert. Das hat doch jemand gemacht, und das waren wir. Wir haben durch das Programm Starke Heimat Hessen 500 neue Verwaltungsstellen an Schulen geschaffen, um auch die Sekretariate zu entlasten. Wer mal regelmäßig in Schulen ist, der weiß, dass ich gerade in den Sekretariaten sehr viel bald, gerade in den Pausen, das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt einer Schule. Und von daher ist das hier eine ganz wichtige Maßnahme. Also, ich fasse zusammen, dass ich sehr dankbar bin für diesen Antrag, besonders für Ihre Überschriften, die nämlich die Bildungspolitik in Hessen gut beschreiben. Gute Bedingungen für Schule, gute Bildung für alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Staatsminister Professor Lorz das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Manchmal folgt die Arbeit einer Opposition ja sehr einfachen Grundsätzen. Einer dieser Grundsätze lautet, wenn es an der Arbeit der Regierung in der Sache absolut nichts zu kritisieren gibt, dann kann man ihr immer noch vorwerfen, es sei zu wenig und sie sei nicht schnell genug. Und der hier zum Setzpunkt vorgelegte Antrag der SPD ist ein Paradebeispiel für diese einfachste Form oppositioneller Taktik. Applaus
Ich kann es nicht ändern, Herr Kollege Grüger. Wenn Sie mir mit der gleichen Leier kommen, ich kann mir nicht jedes Mal eine neue Antwort dafür ausdenken. Nahezu alles, was Sie hier fordern, hat die Landesregierung in den vergangenen Jahren bereits entschlossen angepackt. Aber man kann das ja auch positiv sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man kann das ja auch positiv sehen. Nehmen wir das also nicht als Zeichen zunehmender Verzweiflung auf oppositioneller Seite, sondern einfach als Beleg dafür, dass unsere schwarz-grüne Bildungspolitik so gut ist, dass Sie gar nicht genug davon bekommen können. Und um das. Und um das zu illustrieren, will ich einfach noch einmal herausarbeiten, was Sie alles schon bekommen haben, meine Damen und Herren. Ich lasse die ersten drei Ziffern Ihres Antrags weg und beginne dort, wo auch Ihre konkreten Forderungen beginnen. Fangen wir mit dem Verlangen nach Qualifizierungsprogrammen an. Der Quereinstieg ist in Hessen in Mangelfächern und beruflichen Mangelfachrichtungen schon seit vielen Jahren möglich, natürlich mit entsprechend hochwertigen qualitativen Anforderungen. Und die Kollegin Heidt-Sommer weiß das selber aus ihrer frühen Tätigkeit am besten, denn es ist ja nicht zuletzt der Hauptpersonalrat, der mit Recht immer darauf besteht, dass wir nicht zu einer Deprofessionalisierung des Lehrerberufs kommen dürfen. Wir ermöglichen einen Quereinstieg in den pädagogischen Vorbereitungsdienst. Das klassische Beispiel dafür sind Physikerinnen und Physiker, aus deren Abschlüssen die Fächer Mathematik und Physik abgeleitet werden können. Und zum 1. Oktober 2022 sind 177 solche Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an den hessischen Studienseminaren im Vorbereitungsdienst eingestellt. Zusätzlich gibt es Quiz, das ist der berufsbegleitende Quereinstieg im beruflichen Bereich, Quiz GS, das ist der Quereinstieg in das Lehramt an Grundschulen, QEMI, das ist das spezielle Quereinstiegsprogramm für Informatik, Metall und Elektrotechnik. Und alle diese Programme werden auch entsprechend angenommen. Wir haben zurzeit 80 Personen im Quereinstieg für die Grundschulen und 37 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im beruflichen Bereich. Und ab 2024 werden wir zusätzlich einen Quereinstieg in das Lehramt an Haupt- und Realschulen für jährlich 40 Personen einrichten. Und zu den TVH-Kräften hat Kollege May ja auch schon etwas gesagt. Was fordern Sie weiter? Sie fordern die Schaffung weiterer Studienplätze. Wir haben allein im Lehramt an Grundschulen schon zwischen 2017 und 2020 375 Plätze zusätzlich geschaffen. Das ist ein Anstieg um 50%. Und im Förderschullehramt werden mit dem Beginn des neuen Studiengangs in Kassel ab dem nächsten Jahr 436 Studienplätze zur Verfügung stehen. Das wird dann fast eine Verdoppelung seit dem Jahr 2017 sein. Sie fordern sozialpädagogische Unterstützung. Dafür stehen den Schulen in diesem Schuljahr 980 Stellen zur Verfügung. Davon gab es bei meinem Amtsantritt 2014, das will ich jetzt einfach mal als meinen persönlichen Maßstab nehmen, noch keine einzige, meine Damen und Herren. Sie fordern sonderpädagogische Unterstützung. Wir setzen in diesem Schuljahr fast 2.800 Stellen dafür ein. Das waren bei meinem Amtsantritt noch 1.000 weniger. Sie fordern psychosoziale und psychologische Unterstützung. Seit 2014 haben wir die Zahl der Planstellen dafür um 30% gesteigert. Und da sind die Zusatzanstrengungen, die jetzt im Rahmen des Löwenstark-Programms unternommen werden, noch gar nicht eingerechnet. Sie fordern administrative Unterstützung. Wir geben den Schulträgern, deren Aufgabe das eigentlich in erster Linie ist, das Geld für 300 zusätzliche Stellen in diesem Bereich und werden das bis 2024 noch einmal auf den Gegenwert von 500 Stellen aufstocken. Auch davon gab es vor 5 Jahren noch nichts dergleichen. Und nicht genug damit. Für die Sprachförderung vor allem zugewanderter Kinder stehen in Schulen im aktuellen Schuljahr fast 3.000 Stellen zur Verfügung. Das sind 1.800 oder 150% mehr als zum Beginn meiner Amtszeit. 650 Stellen werden zurzeit nach dem Sozialindex verteilt. Auch das sind mehr als doppelt so viele wie im Schuljahr 2013/14. Wir wollen den Ganztag nicht vergessen, das ist ein Lieblingskind von Ihnen. 2.000 Stellen und noch einmal über 40 Millionen Euro mehr Einsatz als vor 8 Jahren. Die mobile Vertretungsreserve ist verdoppelt worden. Wir haben zusätzliche Konrektorenstellen an den Grundschulen geschaffen und die existierenden Leitungsfunktionen angehoben. Und wenn wir das alles zusammen, und mal in Relation zum Bedarf der sogenannten Grundunterrichtsversorgung setzen, also der Unterrichtsversorgung nach dem Stundenplan, dann versorgen wir die Schulen jetzt in Hessen mit Zusatzleistungen von 34% über die Grundunterrichtsversorgung hinaus. Das waren zu Beginn meiner Amtszeit und der schwarz-grünen Landesregierung, denn das fällt ja zusammen, noch keine 17%. Also auch das hat sich verdoppelt.
und im letzten Jahr einer SPD-geführten Regierung hier in Hessen. Darauf muss man auch noch einmal erinnern. Ja, ich weiß, das liegt zum Glück ja schon lange zurück. Das liegt zum Glück ja schon lange zurück. Und warum sage ich, es liegt zum Glück schon lange zurück? Weil wir damals bei 4,2% standen. Und zwar minus, meine Damen und Herren, minus. Weil die SPD nicht einmal die Ressourcen für die Grundunterrichtsversorgung zu Wege gebracht hat. Von zusätzlicher Unterstützung überhaupt nicht zu reden. Also, meine Damen und Herren, was? Ich finde, also von minus 4 auf plus 34 zu kommen, ist eine ganz ordentliche Bilanz für die Regierungsjahre der CDU, ganz ehrlich. Also, was will die SPD? In der Sache kann man gegen alle diese Unterstützungsleistungen ja gar nichts haben. Ja, und wir sind uns auch einig, Schulen brauchen das auch. Die Anforderungen an Schule sind gestiegen. Sie brauchen diese zusätzlichen Unterstützungsleistungen. Nur wenn sie alle schon mehr oder weniger verdoppelt sind, was sollen wir denn dann machen? Vervierfachen? Also gut, vervierfachen. 1.000 Stellen gibt es für Sozial- und Sonderpädagogik jeweils zusätzlich, fordern wir 2.000. 500 Stellen für Verwaltungskräfte, fordern wir 1.000 oder vielleicht auch am besten gleich 2.000. Mehr als 5.000 Stellen insgesamt für das pädagogische Personal, also fordern wir 10.000 oder noch mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das ist einfallslos. Wenn Sie die Arbeit dieser Landesregierung schon schlecht reden wollen, und ich weiß ja, dass das Ihr Job als Opposition ist, dann entwickeln Sie doch wenigstens ein bisschen Fantasie. Vielleicht fällt Ihnen ja noch irgendwas ein, was wir nicht schon längst machen, was trotzdem noch sinnvoll sein könnte. Das wäre doch schön. Dafür bin ich auch offen. Aber einfach nur mehr, mehr und immer noch mehr von demselben zu rufen, okay, das ist ein schönes Kompliment für unsere Bildungspolitik, aber gleichzeitig natürlich ein Armutszeugnis für die Opposition. Und da Sie alle finanzielle und personelle Begrenztheit der Ressourcen leugnen, ein Beleg dafür, wie weit Sie einfach von den realen Gegebenheiten entfernt sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem, wer soll Ihnen denn glauben? Wer soll Ihnen denn glauben, dass Sie das einfach alles noch größer, noch höher, noch schneller und besser hinkriegen würden, wenn man sich die Bilanz Ihrer Regierungsarbeit, sei es hier in Hessen vor langer Zeit oder sei es, was der Kollege Dr. Falk herausgearbeitet hat, in anderen Bundesländern anschaut? Wer soll Ihnen das denn glauben? Wir dagegen, meine Damen und Herren, haben bewiesen, was wir schaffen können. Und zwar in der Realität und im Rahmen des Möglichen und nicht im Wolkenkuckucksheim. Wir stehen für eine kontinuierliche, entschlossene Verstärkung aller Unterstützungssysteme, die man sich von Schule überhaupt nur denken kann. Und diesen Weg werden wir auch kontinuierlich und entschlossen weitergehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Vereinbarungsgemäß überweisen wir den Antrag zur weiteren Beratung in den KPA. Da sehe ich Zustimmung.